Studium oder doch Lehre? Welche Ausbildung braucht ihr für euren Traumjob? Es gibt so unfassbar viele Fragen in puncto Berufswahl. Deshalb wollen wir ein bisschen Licht in diesen riesigen Dschungel an Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten bringen. Damit hallo zurück in der Freistunde. Bildung. Vielleicht wäre ja zum Beispiel eine Lehre für manche von euch recht spannend. In Österreich gibt es das sogenannte duale Ausbildungssystem. Das heißt, dass man in der Berufsschule und an der Ausbildungsstelle lernt. Die beiden Lehrlinge Katharina und Manuel geben euch gleich ein paar Profi-Tipps zum Thema Lehre. Davor erklärt Lehrerin Andra Valunga noch kurz, wie so eine Lehre überhaupt abläuft. Nachdem du dich beworben hast, wirst du vielleicht zu einem Schnuppertag eingeladen und anschließend zum Vorstellungsgespräch. Ist es gut gelaufen, wird dein Eintrittsdatum festgelegt und dein Berufsleben kann beginnen. Aber was ist mit der Berufsschule? Während deiner Lehrzeit besuchst du immer wieder die Berufsschule. Eine gute Möglichkeit, die sehr oft verwendet wird, ist es, dass du 10 Wochen in jedem Lehrjahr in die Berufsschule gehst. Nachdem du ein Jahr abgeschlossen hast, bekommst du ein Zeugnis, so wie früher in der Schule. Das Ganze wiederholt sich so lange, bis du deine Lehrzeit beendet hast. Am Ende deiner Lehrzeit hast du die Lehrabschlussprüfung. Bei der Lehrabschlussprüfung wird dein ganzes Wissen der Lehrzeit theoretisch und praktisch abgeprüft. Hallo, ich bin die Katharina, ich bin 18 Jahre alt und im 3. Lehrjahr zur Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Hallo, ich bin der Manuel und ich bin 17 Jahre alt. Ich bin im 2. Lehrjahr und arbeite im Landhotel Mader. Unter anderem habe ich ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen. Das habe ich dann im Hotel Mader gemacht. Ja. In der kurzen Zeit habe ich dann eigentlich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, dass ich anderen Leuten einfach eine Freude machen kann. Und ich habe in der kurzen Zeit auch so viel Neues dazugelernt und Interessantes. Ich bin einfach jeden Tag mit einem Lächeln in die Arbeit gekommen und mir hat es Spaß gemacht. Zum Lernen habe ich angefangen wegen meiner Oma, weil ich habe von klein auf mit ihr kochen und backen dürfen. Und dadurch ist halt meine Passion erweckt worden. Ich glaube, das Um- und Auf beim Vorstellungsgespräch ist einfach der erste Eindruck. Also schaut, dass mit einer sauberen Kleidung, angemessenen Kleidung kommt, ein gepflegtes Aussehen ist auch sehr wichtig. Und seid einfach offen und interessiert. Bereitet euch vielleicht ein paar Fragen vor, die was dann erstellen möchtet. Und dann funktioniert das sicher gut. Berufsschule kann man eigentlich nicht direkt mit einer NMS oder so vergleichen. Es ist eine sehr kurze Zeit, wo man da ist. Man konzentriert sich eigentlich fast nur auf das, was einen wirklich interessiert, also zwar sein Beruf. In der Berufsschule musst du den ganzen Stoff für ein Jahr in 10 Wochen lernen. Was nur dazu kommt, sind eben die Hauptfächer Fachkunde und angewandte Wirtschaftslehre, 2 große Tests. Die kann man mit Schularbeiten vergleichen. Und mehrere kleine Mitarbeitskontrollen. In die restlichen Fächer auch mehrere kleine Tests. Und in die praktischen Gegenstände wie Servieren und Kochen, Tischdeckprüfungen und Serviettenfaltprüfungen und Prüfungskochen. Ich war immer recht gerne in der Berufsschule, also es ist ein super Ausgleich zum Berufsalltag. Es ist wichtig, dass du wirklich was suchst, was dir gefällt und nicht eine Lehre auffängst, weil, keine Ahnung, deine Freunde die Lehre auffangen oder weil du nichts Besseres gefunden hast. Schaut euch so viele verschiedene Berufe wie nur möglich an und vielleicht könnt ihr hineinschnuppern. Dann, wenn ihr den richtigen Beruf für euch gefunden habt, informiert euch, was für eine Betriebe in eurer Umgebung sind. Es ist nämlich nicht nur wichtig, dass euch die Arbeit taugt, sondern es müsst im Team euch wohlfühlen. Was auch noch wichtig ist, vor allem im Großgewerbe, ist freundlich sein. Auch wenn man vielleicht einmal nicht so einen guten Tag hat. Ja, es ist eben ein ordentlicher, gepflegter Auftritt. Körperpflege, Kleidung versteht sich von selbst. Dann eben mitzubringen Zeugnisse und Bewerbungsschreiben. Und dann stelle ich meistens die Frage, na, warum möchten Sie gerade diesen Lehrberuf lernen? Und dann sollte man auch eine stimmige Antwort zu dieser Frage haben, warum man den Lehrberuf lernen möchte.
Und dann ist es immer nett, wenn der Lehrling oder der junge Schüler auch ein bisschen was erzählt über seine Hobbys, welche Aktivitäten er macht, bei welchen Vereinen er dabei ist und vielleicht zum Schluss auch gleich aktiv um einen Schnupperlehrlingstermin bitten, damit man dann den Betrieb auch gleich direkt besucht und kennenlernt. Mein Tipp wäre, dass man sich alle Berufe und weiterführenden Schulen in der Region anschaut und sich dann vielleicht zu Hause an einer Wand alles aufpinnt, was da so in der Region geboten wird und sich dann überlegt, auch vielleicht nachdenkt über seine Fähigkeiten und Talente und sich dann überlegt, was mache ich nicht, was gefällt mir nicht. Und diese Berufe dann runternehmen von der Wand und was überbleibt, mit denen kann man dann arbeiten, vielleicht über einen längeren Zeitraum, weil oft ändert sich auch wieder was zwischendrin und irgendwo kommt man am Ende des Tages vielleicht auf eine 3, 4 Berufe, wo man sagt, okay, mit denen fühle ich mich wohl. Vielen Dank für Ihre Zeit und euch wünsche ich jetzt noch viel Erfolg.